Hallo alle zusammen, wir sind heute hier bei der Stunde der Wahrheit, zurück zum Wort. Ich begrüße euch alle, Männer und Frauen. Wir wollen heute einen Bibelvers zusammen lesen und feststellen, was der Herr da drinnen alles versteckt hat, was für uns Menschen und für uns Kinder, die wir zum Herrn kommen wollen, für uns auch wichtig ist, es zu wissen. Zuerst wollen wir beten. Herr, wir danken dir, dass du der bist, der Worte gibt, und wir danken dir, dass du der bist, der das Wort durch seine Apostel und Evangelisten weitergegeben hat, die Worte, die geschrieben sind, damit wir die Möglichkeit haben, zurückzukommen in die Herrlichkeit zu dir. Vater, bitte sei du der, der die Worte, die erklärenden Worte gibt. Amen. Danke. Jehoshua Mashiach. Und zwar schlagen wir auf in der Bibel Lukas 5. Und ja, wir können lesen ab Vers 3. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze fingen an zu zerreißen, und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen, und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Also, nochmal zurück zu dem Wort auf Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Wenn wir das hören, lesen, was da steht, was Petrus für einen Glauben hatte, er wusste innerlich, dass diese Worte, die der Herr sprach, ihm etwas geben werden. Denn er war ja schon die ganze Nacht hindurch draußen, um Fische zu fangen, und sie haben nichts gefangen. Sie haben bei Nacht gefangen. In Finsternis. Und die Finsternis ist die geistige Finsternis, weil der Herr nicht bei ihnen war. Und der Herr zeigte ihnen, wenn ich bin das Licht, wenn ich bei euch bin, ihr werdet fangen. Und sie fingen eine Menge Fische. Aber er sprach auch zu ihnen auf Vers 4, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Er schickte sie raus, er selbst war mit dabei, auf die Tiefe. Auf die Tiefe des Meeres zum Beispiel. Das Meer
hat die Bedeutung, die Tiefe, die sündige Tiefe. Das ist die Welt. Der Herr schickte sie raus, um Fische zu fangen. Und dann lesen wir noch in Vers 10. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon, sie waren entsetzt von diesem Fang, den Jesus ihnen vorausgesagt hatte. Werft die Netze in die Tiefe. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und dieses sagt er voraus, weil er wusste, diese Simon Petrus und auch die anderen Apostel werden zu den Menschen hinausgehen in der Welt, wo das Sündige war, das Böse. Und sie werden Menschen zurückbringen durch das Evangelium, durch das Wort, das er ihnen auf die Zunge legt und gelegt hat. Und auch bei uns das Gleiche noch dieses Wort auf die Zunge legt, damit wir dieses Wort verbreiten. Und dieses ist wiederum das umfassende Netz, das Netz, wo die Fische, die Menschen, die sündigen Menschen zurückkommen durch Buße zurück zu unserem großen Jehoshua Maschia. Und dieser ist der, der uns eigentlich hinausschicken will, wo hier steht, in die Tiefe. Was der Begriff ist, in die Welt, in die gefallene, selbstsüchtige, sündige Welt. Und der Mensch kann nur zurückkommen durch das Wort, durch das Evangelium, was der Herr verkündet hat: Ich werde erhöht sein auf der Erde, erhöht unter den Menschen, unter den Nationen. Herr, der Herr ist der Einzige, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Er hat es vorher verkündet. Und das ist das Wort: Wenn du zurück willst, wenn du in die Herrlichkeit willst, wenn du den Himmel, den Glanz der Himmel sehen willst, die Herrlichkeit unseres Vaters im Himmel, wenn du dieses alles sehen willst, dann komm zurück, tu Buße, gib dein Inneres, was in deinem Herzen, was alles, was du im Leben aufgeladen hast und in deinem Herzen drin schwillt und immer größer wird und dich erdrücken will, gib es ab und geh einen neuen Weg. Versuche, lass dich nicht abhalten vom anderen. Geh weg von dem, was dich festhalten will, von der Welt. Gib ab. Gib alles ab, was dich betrügt. Wenn du Menschen verletzt hast, wenn Menschen von dir verletzt worden sind, gib es dem Herrn und verzeih. Und dann kommst du zurück. Und dann bist du in diesem Netz, das dich umfasst. Das ist das Wort Jehoshua Maschias, das dir neues Leben gibt. Und du wirst befreit sein. Befreit von aller Schuld. Und du wirst es im Innern spüren und erkennen. Die Liebe in dir wird wieder wachsen. Die Liebe zu verlorenen Menschen wird wachsen. Du wirst ein neuer Mensch. Neu geboren. Geboren von oben. Vom Heiligen Geist erfüllt. Neu geboren. Geht nur von oben. Nicht die körperliche Wiedergeburt, sondern wiedergeboren im Herrn bedeutet von oben geboren.
Im Namen Jehoshua. In seinem Namen. Und ich bitte euch, gebt alles, was euch betrifft, und kommt zurück zum Wort. Lest die Bibel, damit ihr langsam begreift, was es überhaupt bedeutet. Wo wir belogen und betrogen worden sind, das müssen wir ablegen. Falsche Religionen müssen wir ablegen. Es gibt so viel Buddha, Shiva. Wir brauchen gar nicht zählen. Ihr wisst alles selber, wie viele Religionen es gibt. Unser Jehoshua Mashiach ist nicht ein Elohim der Religionen. Er ist Yahweh, der Liebe. Er selbst ging ans Kreuz, um uns zu befreien. Er ist alles in allem. Er ist der Schöpfer, der König, der Könige. Es gibt nichts Größeres, was da ist. Alles muss ihm früher oder später gehorchen. Hören wir auf sein Wort, gehen wir mit ihm, dann wird unser Leben ein neues Leben. Und dieses neue Leben kannst du jetzt, wenn du das beherzigst, was gesprochen wurde jetzt, kannst du jetzt beginnen. Amen. Und wir danken dem Herrn Jehoshua Mashiach, Elohim El Shaddai Yahweh. Amen.